möchte euch gern was zu meiner iPad-Erfahrung an der Harfe erzählen. Ein super System. Das Spielen wird wesentlich ruhiger, weil man den Kopf nicht mehr drehen muss. Die Noten sind direkt vor der Nase. Hier wird das iPad in den Halter eingespannt. Ein ganz stabiles System. Und ich benutze die App Fourscore, die unglaublich praktisch ist. Sehr übersichtlich. Ein Luxus. Hier kann man nochmal sehen, wie perfekt die Position ist. Die Noten befinden sich direkt über dem Resonanzkörper, ganz nahe an den Saiten. Jetzt kommt das Pedal zum Einsatz, ein Blätterpedal, eine Kröte, die man leider schlucken muss, aber das ist die einzige. Das Pedal passt sehr gut zu einem Notenständer oder Tablethalterständer mit rundem Fuß. Da rutscht es nicht weg. Und man hat es direkt für den linken Fuß beim D-Pedal. Man kann natürlich auch einen normalen Notenständer verwenden. Ich mache den immer sehr flach, damit er unter die Harfe passt und auch möglichst nahe wieder die Noten an den Harfensaiten hat. Ich sehe es sehr oft, dass Menschen den Kopf sehr weit drehen müssen beim Spielen. Ich halte das für nicht sehr schlau. Diese Konstruktion ist natürlich wesentlich instabiler als mit einem schweren Fuß, aber auch möglich. Die Regel Nummer 1 ist auf jeden Fall immer sofort das iPad nach dem Spielen wieder vom Notenständer zu nehmen. Man kann per Antippen des Bildschirms blättern. Ich bevorzuge absolut die Möglichkeit, mit dem Fuß zu blättern, auch wenn das wirklich sehr übeintensiv ist. Das Pedal wird eingeschaltet und dann habe ich hier jetzt bei meiner App so eingestellt, dass ich jeweils die nächste halbe Seite blättern kann. Man muss dann pro DIN A4 Seite praktisch zweimal blättern, aber sieht einfach am Seitenende schon, wie es danach weitergeht. Mit Hilfe des Apple Pens kann man hervorragende Einzeichnungen machen. Es ist alles sehr klar. Man kann löschen, man braucht kein Tippex mehr. Man kann mit hinterleuchteten Bildschirmen spielen, was vor allem für Kirchen, für Scheinwerfer von vorne ideal ist. Sollte man tatsächlich vergessen haben, sein iPad zu laden, dann kann man das natürlich auch während des Spiels einfach noch auf der Bühne oder zu Hause laden. Thank you.